Willkommen zurück zu Resident Evil Remake. Was waren meine letzten Worte? Jetzt sind wir Becky und Dolphin? Welch Idiot. Was ich damit sagen wollte, war, dass wir jetzt Becky spielen und mein Delfin gestorben ist. Das wollte ich sagen. Wir müssen jetzt also das komplett gleiche machen, was wir schon mal gemacht haben mit Chris. Nämlich und runter in den Medizinraum rennen, Serum holen und das Serum nochmal zurückbringen. Naja, der Unterschied ist, dass man Becky spielt und dass Becky eher schlecht als recht ausgerüstet ist, meiner Meinung nach. Sie hat eine Pistole mit 15 Schuss. Das reicht vielleicht für zwei, maximal drei Zombies. Und ein Erste-Hilfe-Spray. Naja, das wäre wenigstens was. Allerdings glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man tricksen und ihr Erste-Hilfe-Spray in die Box tun. Dann haben wir vielleicht eins mehr. Bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Und zum Glück war ich so clever und habe vorher die Zombies auf dem Boden verbrannt. Also, das wisst ihr noch gar nicht. Als ich die verbrannt habe, ist bereits einer aufgestanden. Einer von diesen Schnellen. Den habe ich dann nochmal gekillt und der ist jetzt damit auch für immer tot. Und den anderen habe ich verbrannt. Hier in dem Gang waren nämlich die zwei. Die wären jetzt auf jeden Fall schon wieder aufgestanden. Der eine ist ja schon aufgestanden. Und die hätten wahrscheinlich die kleine Becky jetzt gefressen. Und hier in dem Gang habe ich auch noch den einen Zombie verbrannt. Nämlich der hier unten auf dem Boden lag. Da habe ich jetzt nicht mit mir spielen lassen und mir gedacht, komm, wenn du schon auf dem Boden liegst, dann wirst du gleich verbrannt. Warum auch rumeiern? Ja, hier liegt noch der Richard. This is not the time. Okay, kann man leider nicht benutzen. Kann man nicht weglegen, das erste Spray. Aber Zeit für Richard kann man sich nehmen. Hey Richard. Alright. Hang in there. Mach schon mal Platz, Richard, auf dem Bett. Ich muss gleich noch den Chris da hinlegen. Naja, noch mehr Serum. Go, go, go. Wenn ich mich recht erinnere und man sich mit Chris viel Zeit lässt, dann kann nämlich Richard auch sterben. Und dann hat man das eine Serum, was man dann schon mitgenommen hat, hätte man dann sofort für sich jetzt benutzen können. Dann hätte man Becky nicht auf die Reise schicken müssen. Aber mir ist eigentlich lieber, dass Richard jetzt, wie es geht, überlebt, anstatt dass ich jetzt dieses kleine Stückchen nicht spielen müsste. Nervt zwar ein bisschen, aber immerhin spielen wir Becky. Das ist ja schon mal was Positives. Becks on Tour. Diesmal leider ohne Billy. Naja, wer weiß. Vielleicht stolziert der hier irgendwo als Zombie rum. Waren ja wohl ihre letzten Worte am Ende von Resident Evil Zero. Oder seine letzten Worte. Billy Cohen is officially dead now. So I'm a zombie, right? Yes, that's true. Go and kill some people. Eat them alive. Okay. So streifte Billy für weitere 10 Jahre durch den Wald und frisst jeden Menschen, den auf den er traf. Arr. Naja, ich habe eine blühende Fantasie. Sind wir auch schon gleich wieder da und können das Serum abliefern. Aber ich frage mich jetzt wirklich, ob wir den Chris jetzt auch noch. Also vorher ging das ja ganz gut. Den Richard konnte man ja wegtragen mit Chris. Aber. Ah, schnell, schnell, geh rein. Aber jetzt. Naja. Wer würde jetzt Chris tragen? Würde jetzt Rebecca den Chris tragen bis zum Mediraum? Ich glaube ja nicht. Vor allem nicht an dem Zombie hier vorbei. Obwohl an dem kommt man simpel vorbei. Der merkt ja einen Scheißdreck. Aber generell. Hey, Chris. How are you feeling? Poisoned? What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Oh, my head's killing me. You should be fine, because I gave you a shot of serum. But again,
Don't do anything... That you wouldn't do? I'll try to remember that. I owe you one. Yes, you do. Und da sind wir zurück auf Chris. Und wir untersuchen mal die Maske, die wir jetzt hier haben. Eine Maske ohne Nase. It's Deathmouth without nose. Ja. Mal eben speichern. Jo. So. Nochmal ansprechen. Hey! Oh, thank God I made it in time. Ja. Hat Chris nichts zu sagen. Hättest du auch Zeit lassen können. Ich bin hart im Leben. So viel Steroide, wie ich schlucke, da kann mir kein Gift was anhaben. Das müsste sie jetzt mit meinen Muskeln fressen. Wie gesagt, ich bemitleide den Zombie schon fast. So verarscht zu werden, das wäre ja schrecklich. So. Jetzt überlege ich mal. Jetzt habe ich drei Masken, oder? Drei von vier aber erst. Ich habe auch keinen Schlüssel mehr. Puh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll, ehrlich gesagt. Oder was ich jetzt noch machen kann. Ich habe ja auch kein Helmet-Key oder so. Ne. Ich habe eigentlich gar kein Key mehr, fällt mir ein. Die Tür da unten ist verschlossen. Die Tür hat gar keinen Schloss. Tja. Gibt es eigentlich nur noch einen Weg, der noch ununtersucht ist? Zumindest in den ich schon rein könnte. Und das wäre... Der Weg nach draußen. Aber der ist ja auch verschlossen. Höchstwahrscheinlich zumindest. Das bringt ja auch nichts. Ich habe keinen Schlüssel. Oder so. Seltsam. Was machen wir da? Wir gehen erstmal nochmal in den Raum hier, werden uns diesem schnell rennenden Zombie stellen. Hä? Nö, komm. Hier gibt's ein kleines technisches Problem. Der Emulator ist mehr oder weniger am Sterben gerade. Ich mache mal hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ich bin jetzt momentan hier in dem anderen Safe Room mit der Box und ich habe herausgefunden, dass es wahrscheinlich keine Tür mehr gibt. Jetzt wird es Zeit, uns mit den Masken bewaffnet, uns zurück in diese alten Gemäuer da unten zu machen, wo der Sarg war. Allerdings, mir fehlt ja noch eine Maske. Ich weiß, dass die Maske hier drin ist, aber ich weiß nicht, wie ich das aufbekomme. Hier war ja die Rede von Sonnenlicht. There's a design on the sun and the moon. Ja, the plates. The plate that says sunshine will awaken me. Ja. Sunshine. Keine Ahnung. Also wenn... Dann müsste das ja theoretisch, wenn wir jetzt drauf gucken auf die Box, wären wir jetzt von unserer Sicht die Sonne. Aber dann passiert ja auch nichts. Wenn man jetzt das so machen würde, dann wäre jetzt
die Sonne oben. Also man würde auch so schauen, wie wir jetzt gerade schauen. Ja, gut, warum bin ich darauf nicht früher gekommen? Das ist also ein Schalter. Ja, hab ich den jetzt nicht gedrückt? Will you press the switch? Yes, nothing happens. Okay. There's a switch, will you press it? Ja. Okay, es gibt mehrere. Noch ein Switch. What? Appears as if you failed. Ach so, wahrscheinlich muss man das. Okay. Erstmal den Mond zusammensetzen. Das sind nämlich die zwei Symbole. Ja. Und danach die Sonne. Also, plus drei. Drei Versuche? Wie soll das denn funktionieren? Das sind doch vier Symbole. Diesmal halt den hier. Ist hier unten? Nee, unten ist nichts. Vielleicht anfangen mit der Sonne, ne? Mit diesem Herzsymbol. Ah, nur die Herzen. Idiot. There was a mask inside. Who would have thought that? Und das ist die Maske mit nichts. Sie hat weder Augen, Nase noch Mund. The masked. It's a death mask without eyes, nose or mouth. Mask without all. Ja, das kommt dem Ganzen nah. Kombinieren und gut. Gut, dann werden wir uns jetzt mal Richtung Friedhof aufmachen. Mir fällt nur gerade der kürzeste Weg nicht ein. Ach, was ihr verpasst habt? Leider. Das tut mir echt scheiße leid, weil das fand ich lustig, sehr ironisch. Als ich den Weg, weil den Weg gehe ich jetzt wieder zurück, den ich hierher gekommen bin. Aufgehört haben wir ja, als ich durch die Tür gegangen bin. Und in diesem Flur, in dem wir dann standen, hier in dem hier, war noch so ein rennender Zombie. Und dann, der Zombie, der auf dem Boden lag, kam hier aus dieser Tür auf einmal rausgesprungen. Die Tür ist aufgeknallt und der Zombie kam da raus. Das ist der Zombie, den wir so die ganze Zeit verarscht haben, an dem wir dauernd nur vorbeigerannt sind. Und jetzt kam der wütend durch die Tür gestürmt und ist mir hinterher gerannt. Von wegen, ihr verarscht mich nicht nochmal, euch krieg ich. Das fand ich super. Naja, den habe ich dann auch erschossen. Den rennen zu mir ja auch abgeknallt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Richtung Friedhof. Da draußen laufen immer noch zwei Zombies rum, fällt mir ein. Ja, und die Folge ist natürlich beendet. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Und stay classy.